Herzlich willkommen zu einem neuen Stadt- und Stadion-Vlog. Mich hat es diesmal wieder von Würzburg aus nach Karlsruhe verschlagen. Und zwar gibt es heute mal wieder zweite Bundesliga, und zwar den Karlsruhe SC gegen Fortuna Düsseldorf. Ein Abendspiel um 20.30 Uhr an einem Samstag. Und natürlich habe ich wieder einen Special Guest am Start. Und welche Überraschung? Flori! Natürlich schon in Karlsruhe-Farben. Was hast du da? Rams. Die also Rams. NFL. Nice. Wo sind wir jetzt gerade, Flo? Wir laufen jetzt gerade durchs Karlsruher Institut für Technologie. Großer Campus anscheinend hier. Aha. Sieht special aus. Weiter geht's. Natürlich gibt's wie immer einen kleinen Faktencheck. Blicken wir mal auf die Tabelle. Karlsruhe steht gerade irgendwo im Niemandsland, haben aber noch solide 7 Punkte auf die Abstiegsplätze. Blicken wir auf Düsseldorf. Die suchen wieder den Anschluss nach oben, haben 5 Punkte auf den Tabellendritten, also Richtung Aufstieg. Haben wir Kickers und Augsburg von 1907 oder was? Wir laufen gerade Richtung Schloss, jetzt gerade noch im Fasanengarten am Forstlichen Bildungszentrum vorbei. Zum Fasanengarten blende ich euch noch eine wunderschöne Infotafel ein. Auf der könnt ihr aber leider fast nichts erkennen aufgrund der KSC-Fans. Sightseeing in Karlsruhe. Was ist natürlich absolute Pflicht? Selbstverständlich, wie schon genannt, das Schloss Karlsruhe. Das Karlsruher Schloss wurde ab 1715 im Stile des Barocks als Residenz erbaut. Und es diente bis 1918 als Residenzschloss für Markgrafen bzw. Großherzöge von Baden. Durch den Fasanengarten spaziert, sind wir jetzt schon an einem Schlosseingang. Und hinein. Schlossgarten betreten. Da oben haben wir einen Aussichtsspot. Und hier sieht man schon das Schloss in seiner vollen Pracht. Im Schloss ist übrigens noch das Landesmuseum von Baden untergebracht, das sich mit der Geschichte Badens auseinandersetzt. Wir gönnen uns heute aber nur den Aussichtsturm oben. Und warum Karlsruhe auch als Fächerstadt bezeichnet wird, das seht ihr gleich, wenn wir oben sind. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden, dass wir auch hoch zu dem Turm kommen. Da müssen wir wohl von vorne reingucken. Epischer Ausblick, Flo. Beautiful. Sehr, sehr schöner Anblick. Beautiful. Da schlendern wir auch gleich hinein. Und hinein. Einfach. Nice. Und Flori, bist du schon gespannt? Natürlich. Hier oben sieht man auch schon wieder den Aussichtsspot. Und tatsächlich war ich da auch schon mal oben. Und zwar im Jahre 2013. Und wie schon erwähnt, auch der Eingang zum Badischen Landmuseum. Wir wollen aber eigentlich nur zum Turm hoch. Wir sind Touris. Und auf zum Turm. Ein kleiner Schlenker durchs Badische Landesmuseum ist doch möglich. Damit ihr mal eine Vorstellung von Baden, von der Region Baden bekommt, blende ich euch mal eine Karte ein, die ich gerade hinter mir abfotografiert habe. Ein bisschen badische Geschichte. Fotos machen verboten, deswegen bleibt das Handy jetzt mal weg. Anstatt 4 Euro kostet es für jeden heute nur 3 Euro, weil alle ermäßigt bekommen. Viele Internationals unterwegs. Ganz oben sind wir noch nicht. Der letzte Teil der Wendeltreppe fehlt noch. Und let's get it. Richtig schöne Aussicht. Einmal um den Turm herum. Und da vorne haben wir gleich das Stadion vom KSC. Den Wildpark. Und da sind wir später zu Gast. Und wie schon gesagt, wird Karlsruhe ja auch die Fächerstadt genannt. Vom Schloss aus gehen 32 Straßen in alle Richtungen. Und das lässt es wie ein Fächer erscheinen. Epische Aussicht. Überragend. Wie findest du es? Richtig schöne Aussicht. Love it. Die wunderschöne Heimatstadt des KSCs. Da hinten seht ihr ja noch den ein oder anderen Baukran. Karlsruhe ist leider auch dafür bekannt, dass es viele, viele Baustellen gibt an vielen Orten. Aber ich glaube, als ich vor 11 Jahren das letzte Mal hier war, waren es noch mehr. Vom Schloss aus läuft man tatsächlich nur eine Viertelstunde circa zum Stadion. Und jetzt haue ich mal die Vergleichsbilder von 2013 rein. Das Wetter war da, glaube ich, nicht ganz so gut, aber ja, man wird halt auch älter. Bevor ich es fast vergesse, vom Schloss aus hat man auch perfekt einen Blick auf das Bundesverfassungsgericht. Hier hinten sieht man das. Karlsruhe wird daher auch als Hauptstadt des Rechts in Deutschland bezeichnet. Und bye bye. Bis später, Wildpark. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Eine 80er-Ausstellung gibt es zurzeit anscheinend auch. Nice. Neben dem Badischen Landesmuseum und dem Turm gibt es noch verschiedene andere Ausstellungen. Sind auch immer mottoabhängig teilweise. Kommt halt drauf an, wann du hierher kommst.
Wir haben jetzt beschlossen, noch mal kurz in den Schlossgarten zu gehen, da ein bisschen rumzuschlendern und dann geht es auch schon Richtung Innenstadt. Die Sonne hat sich für eine kurze Zeit verabschiedet. Let's go. Hier nochmal der Blick zum Schloss vom Schlossgarten aus. Kleiner Schlendrian, da hinten ist ein kleiner See. Und dann laufen wir nochmal, wie ihr schon gesehen habt, kurz am Bundesverfassungsgericht vorbei. Noch ein beliebter Spot im Schlossgarten, der Schlossgartensee. Der Floh lebt gefährlich. Und auch vom Schlossgartensee der Blick aufs Karlsruher Schloss. Beautiful. Und jetzt geht's langsam in Richtung City. Sportlich, Floh, sportlich. Der Parcours-Floh. Ups, jawohl. Hui. Die Sonne ist wieder da. Yeah. Hier sind wir am Bundesverfassungsgericht. Wie man sieht, darf man hier gar nicht entlanglaufen. Alles schon abgesperrt. Modernes Gebäude. Sieht auf jeden Fall fresh aus, wie man es nimmt. Und hier direkt anschließend das Schloss Karlsruhe. In der Nähe vom Schloss und vom Bundesverfassungsgericht befindet sich auch der Platz der Grundrechte. Den zeige ich euch gleich. Und ein letzter Blick auf das Schloss Karlsruhe. Wir sind jetzt schon gleich am Platz der Grundrechte. Auch von meinem früheren Nebenjob war ich schon ein paar Mal hier am Schlossgelände, aber da hatte ich noch nicht so die Zeit, die Gegend zu erkunden. Trotzdem immer wieder nice hier zu sein. Bye bye Schloss und schön am Karl-Friedrich-Denkmal vorbei und angekommen am Platz der Grundrechte. Und diese Schilder hier, die ihr seht, das ist tatsächlich ein Kunstwerk von Jochen Gerd. Hier stehen Aussagen von Rechtsexperten oder von Menschen, die mit dem Gesetz auch schon in Konflikt gekommen sind oder noch gar nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Und diese Schilder stehen sich hier gegenüber. Vor dem Gericht hat man nicht das Gefühl, dass es Gerechtigkeit gibt. Let's go, jetzt machen wir uns schon langsam auf in Richtung Innenstadt. Schloss, check. Bundesverfassungsgericht, check. Platz der Grundrechte, check. Vom Schloss schon mitten in der Innenstadt und zwar am Marktplatz. Und hier mitten am Marktplatz von Karlsruhe eine Pyramide. Die Pyramide am Marktplatz von Karlsruhe ist auch ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Die wurde 1823 erbaut und erinnert an eine ägyptische Pyramide. Sie dient als Mausoleum für Markgraf Karl Wilhelm, dem Gründer der Stadt Karlsruhe. Unter der Pyramide befindet sich tatsächlich die Gruft, in der Karl Wilhelm bestattet wurde. Früher stand hier auch die Konkordienkirche, die 1807 abgerissen wurde. Die Pyramide auch beschriftet. Und geht man nur ein paar Schritte vom Marktplatz weiter, sieht man schon die Stadtkirche Karlsruhe. Und gegenüber von der Stadtkirche auch gleich das Rathaus. Hat hier auf jeden Fall schon ordentlich Großstadtflair. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, hier gibt es auch ein U-Bahn-System. Karlsruhe ist nämlich nach Stuttgart und Mannheim die drittgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Mit über 310.000 Einwohnern. Das Polizeigebäude sieht auch historisch aus. Und langsam machen wir uns auch auf die Suche mal nach was zu futtern. Was natürlich traditionell nicht fehlen darf von dem Spiel. Der Abstecher zum Fanshop. Was macht der Hertha-Schal hier? Ja. Fanfreundschaft, genau. Neben dem Fanfreundschaftsschal mit Hertha auch mit badischen Farben. Ja, ist für jeden was dabei. Aha, eigentlich auch ein ganz nices Trikot, oder? Ja. Sind wir fündig geworden, oder? Jawohl. Und beim Fanshop sind wir hier am Rondellplatz. Genau. Und beim Ettlinger Tor, wo es ein Einkaufszentrum drin gibt. Und ab in die Innenstadt. Let's go! Dann erkunden wir mal die Fächerstraßen. Einkleiden werden wir uns erst vorm Stadion übrigens. Einen wunderschönen Platz haben wir hier entdeckt, den Friedrichsplatz. Mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde hier in der Mitte. Für einige auch ein Platz zum Flanieren und Chillen und natürlich zum Weiterbilden. Und hinter dem Museum für Naturkunde der Nymphengarten. Auch ein Park zum Flanieren und Entspannen. Mal kommt die Sonne raus, mal nicht, aber im Wetter haben wir insgesamt echt wieder Glück heute. So, so, deswegen also Nymphengarten. Die katholische Kirche St. Stephan haben wir auch nebendran. Sind wir wieder am Friedrichsplatz. Beautiful. Was für eine schöne Stadt, Flo, gell? Absolut. Und daneben gleich der Kirchplatz St. Stephan. Und jetzt sind wir so langsam in der Innenstadt angekommen. Da wird ein bisschen gechampt. Nice. Und mitten in einer Einkaufsstraße, die Kaiserstraße Karlsruhe. Dann suchen wir mal was zu futtern. Jetzt gibt es eine kleine Mittagspause mit einem Döner und einem Dürrem, Falafeldürrem. Hab ich Bock drauf. Und weil wir natürlich nie Fußball genug bekommen, schön die Bulli-Konferenz. Einfach ein Macher, der Flo. Einfach ein Macher. Und da ist er, Hähnchendürrem. Falafeldürrem, got it. Und Flo, was ist dein Rating? 6 bis 7 von 10. Ich gebe eine 7 von 10. Stabil.
Da haben wir den BVB 1-0 in Wolfsburg. So Flo, lecker geschlemmt. Ja. Und jetzt geht's noch ein bisschen durch die Innenstadt. Und hier ein paar vom Krieg verschonte Gebäude am Europaplatz. Imposant, imposant. Europaplatz, Europaplatz. Und U-Bahn, Europaplatz. Let's go. Einen Stopp in Karlsruhe wollen wir euch nämlich nicht vorenthalten. Und zwar Durlach. Auf geht's, Flo. Und wir bewegen uns raus. Ach, was für ein schönes Wetter heute. Und angekommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer oder was ist dieses Durlach? Durlach ist der größte Stadtteil in Karlsruhe. Und das mit rund 30.000 Einwohnern. Von 1565 bis 1718 war das eine eigene Residenzstadt. 1938 wurde Durlach dann zwangseingemeindet in Karlsruhe. Und Durlach ist bekannt für seine schönen Fußgängerzonen, alte Fachwerkhäuser und so weiter. Und da schlendern wir jetzt einfach mal durch bis zur Karlsburg. Viele schöne Plätzchen, Cafés, wo man sich raussetzen kann. Einfach schnieke der Ort. Was man gerade schon von weiter hinten gesehen hat, hier haben wir das Durlacher Rathaus mit dem kleinen Marktplatz im Vordergrund und hinten dran die Durlacher Stadtkirche. Und ihr werdet es kaum glauben, auch in Durlach war ich schon mal. Da kann ich euch vielleicht auch noch ein bisschen was einblenden. Auf jeden Fall ein richtig schöner Stadtteil. Love it! Schönes Altstadtpanorama. Ah, spotted. Wieder eine Grundrechtstafel. Dann laufen wir einmal um die Durlacher Stadtkirche außenrum. Oh, du wunderschönes Durlach. Kleiner Schlendrian durch die Altstadt und wir sind schon an der Durlacher Karlsburg. Dann schauen wir uns die Karlsburg nochmal von vorne an. So, das zweite Schloss für heute. Wir sind am Schlossplatz. Auch wieder viele richtig schöne, urige Hausfassaden. Hinein kommt man da heute nicht mehr. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben nämlich auch gar keine Zeit mehr dafür. Es wird langsam dunkler und der Anpfiff rückt näher. Schloss für Schloss. Was uns allgemein auch schon aufgefallen ist, hat schon alles sehr dörflichen Style hier. Viel weniger los, alles ein bisschen gemütlicher. Vom Vibe, von der Stimmung her. Richtig angenehm. Und der Schlossgarten Durlach natürlich auch wesentlich kleiner als der vom Schloss Karlsruhe. Irgendwo auch logisch. Und jetzt gibt es nochmal einen schönen Tourispot für uns. Und zwar wollen wir auf den Hausberg von Durlach hoch und zwar auf den Turmberg. Das machen wir mit der ältesten Standseilbahn in Deutschland und die checken wir jetzt mal aus. Hoffentlich hat es noch offen. Da haben wir die Turmbergbahn. Abfahrt. Wenn man mal mehr Zeit hat, kann man die natürlich auch hochwandern oder hochradeln. Rein mit dir, Flo. Haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, let's go. In den Sonnenuntergang hinein. Gleich sind wir oben. Die Turmbergbahn ist tatsächlich aus dem Jahre 1888. Und hier haben wir den Grund für den Namen. Und zwar eine Turmruine. Mit einem romantischen Sonnenuntergang in Karlsruhe. So ein nicer Spot. Wirklich überragend. Perfekter Sightseeing-Abschluss. Und da fährt sie wieder. Die Seilbahn. Und wenn wir ranzoomen, dann sehen wir auch wieder das Dach vom Wildpark. Panorama-Time. Beautiful. Und die Sonne verlässt uns so langsam. Und ab zum Turm hoch. Let's go! Der Turm ist auf jeden Fall eine große Baustelle. Kann man da reinsteppen? Ah, hier ist eine Gastronomie. Sieht aber richtig schnieke aus. Süß. Restaurant mit wunderschöner Aussicht. Dekadentes Restaurant. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, falls ihr essen und eine richtig nice Aussicht über Karlsruhe wollt. Und back zur Seilbahn und wieder runter Richtung Wildpark. Ganz vorne, Flo. Stabil. Ah, noch die zweite Seilbahn. Und genau da könnt ihr einander vorbeifahren. Sunset Vibes. Das waren ein paar wunderschöne Eindrücke aus Durlach. Jetzt geht's für uns schon Richtung Stadion, davor nochmal zum Parkplatz, damit wir Rucksack und so weiter abladen können und die Tickets holen und dann ab ins Stadion. Für mich ist das übrigens nicht das erste Mal im Wildpark. Ich war da schon 2017 auswärts mit meinen Kickers noch zu Zweitliga-Zeiten. Ihr hört also schon eine ganze Weile her. Und ab in die Durlacher Tram. Das war ein schöner Sonnenuntergang, oder? Absolut, ja.
Der Flo und ich sind auch echt gespannt, wie der Wildpark heute aussieht. Denn bei meinem letzten Besuch, das war ja noch 2017, da war noch gar nicht der krasse neue Umbau am Start. Die letzten Renovierungsarbeiten gingen von 2018 bis 2023 und ist jetzt gefinisht. Deswegen sind wir echt gespannt. Ausstieg, Durlacher Tor. Und jetzt geht's nochmal zum Auto. Somit hat der Stadtpart sein Ende. Wir waren am Schloss Karlsruhe, wir waren am Bundesverfassungsgericht, wir waren am Platz der Grundrechte, haben die Innenstadt abgeklappert und dann noch einen Abstecher nach Durlach gemacht. Hat richtig Bock gemacht und jetzt geht's gleich Richtung Wildpark. So, wir sind eingedeckt, Schals am Start und Ticket, jetzt geht's los. Da haben wir das Ticket. Abfahrt. Knapp 2 Stunden vor Spielbeginn kommen schon richtig viele Leute ins Stadion und hier haben wir ihn. Den altehrwürdigen Wildpark. Die Karlsruher Fans hat man vorhin schon gehört. Das müssen die Ultra-Gruppierungen sein, die sich jetzt in den Stehblock begeben. Und wie immer gibt es natürlich eine kleine Prediction vor dem Stadion. Und zwar bin ich wieder mit einem 2:2 dabei, meinem Standardergebnis. Was sagst du, Flo? Ich denke, es werden viele Tore fallen, aber leider auf der falschen Seite. 4:2 für Düsseldorf. 4:2 für Düsseldorf. Okay, let's get it. Dann ab in den Babybank-Wildpark. Dann suchen wir mal unseren Eingang. Wir warten gerade noch ein Ründchen. Die machen nämlich erst 1,5 Stunden vor Anpfiff auf. Flo, wir sind drinnen. Yeah. Jetzt wird erstmal was gesnackt und dann gibt es natürlich noch ein Stadionbier. Jawohl, Flo, gönn dir was. Prost. Also das Bier schon mal eine 8 von 10. Die Stadionpommes sind halt Stadionpommes. Snacks und Getränke, vegane Bratwürste gibt es hier auch. Habe ich natürlich erst nach den Pommes erfahren. Und dann haben wir da unseren Block. Dann gibt es noch einen Nachschub. Für den Flo eine Feuerwurst und für mich eine vegane Bratwurst. Jetzt gibt es ein wichtiges Rating. Der Flo mit einer Feuerwurst und ich öko-like wieder mit einer veganen Bratwurst. Okay, Flo, was ist dein Feuerwurst-Rating? Ziemlich geil, also schon eine 9 von 10. 9 von 10, Bruder, love it. Ja, so muss ich sagen, selten so eine gute Stadionwurst gegessen. Brötchen können noch mal ein bisschen besser sein, aber ansonsten top. Den veganen Teil hier gebe ich eine 6 von 10. Ist okay, könnte aber besser sein. Und ab in den Block. Auf jeden Fall 0,0 mit dem Stadionerlebnis vom letzten Mal zu tun. Komplett umgebaut. Bei uns war sogar noch kein Dach damals. Hat sich auch alles geändert. Sehr nice. Also richtig geiles Stadion. Auswärtsblock, Schild dahin. Karlsruhe-Block da vorne. Na, dann bin ich mal gespannt, was du für Plätze ausgesucht hast. Sehr nice, Flo. Ganz oben, letzte Reihe. Richtig geiler Blick aufs Spielfeld und auf die Karlsruher Kurve. Traditionell werfen wir natürlich immer einen Blick auf die Aufstellungen. Für mich ganz wichtig, der Torwart Patrick Drewes hat schon bei den Kickers in der 2. Liga auch gespielt. Dann haben wir mit Jung und Gondorf 2 Ex-Bremer auf der Bank. Für den Flo noch ein Begriff, wer? Marco Tiede auf der Bank, kommt aus der Augsburger Jugend ursprünglich. Und die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf im Tor, Carsten Meyer, natürlich eine Düsseldorfer Legende. Felix Klaus ist mir noch ein Begriff, auch schon aus der Bundesliga. Wen kennst du noch so, Flo? Ja, auch interessant ist es Tim Oberdorf, Bruder von Nationalspielerin Lena Oberdorf. Also Fußball liegt im Blut. Und Düsseldorf kommt. Und die Fans machen Stimmung. Und die Karlsruhe, komm aufs Feld. Düsseldorf on fire. Ah, love it. Prost. Wir sind auch gespannt, wie viel Zeitverzögerung es heute vielleicht gibt. Aufgrund des Investoren-Deals fliegen heute bestimmt wieder ein paar Tennisbälle. Und das nimmt immer einige Minuten in Anspruch. Die KSC-Hymne. Geile Fanszene einfach nur.
Fortuna macht auch ordentlich Stimmung. Die Führung ist da. Okay, es geht los. Stimmung. Die beiden Fanszenen sind am Start. Wir haben auch Bock. Jetzt geht's los. Und der Ball läuft. Ein bisschen schwierig zu sehen, weil Nebel. Nebel, Flo, gell? Nebel. Pressure, du. Props an die Fanszene. Ich liebe sie. Überragend. Geil. Love it. Mal schauen, ob demnächst noch mal irgendwas im Strafraum näher passiert. Erster Schuss Richtung Tor von KSC. Ansonsten ganz gemütlich die erste Viertelstunde, oder? Scheiße! Das sind die ersten kritischen Töne. Und da hüpft der Block. Da hüpft, da hüpft, da hüpft der Block. Und da hüpft, da hüpft, au! Kommen die Fans gleich wieder on fire. Und Abschluss. Minute 25 läuft, noch kein Team hat es geschafft, auf Tor zu schießen. Rewe, safe. Und mal in die andere Richtung. Oh. Eine Ecke und gleich alle am Start. Love it. Und Abfahrt heißt es wieder im KSC-Fanblog. Ich glaube, wir machen uns heute einen sehr entspannten Flo, oder? Da war's, ich hab's nicht drauf. 0-1. Der erste Ball, der aufs Tor ging. Gleiche Bude. Feiert bei den gegnerischen Fans, kommt natürlich gar nicht gut an. Bei der Bude war ich jetzt zu spät dran, aber es kam auch absolut aus dem Nix. Die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit. Der KSC klärt gerade den Ball. Noch keine Investorenproteste, was sagst du? Komm noch. Und nächster Ball in die Mitte für die Fortuna. Ah, sich selber. Und. Die erste Ecke für Düsseldorf. Der Spieler mit der Nummer 7 wird natürlich gar nicht gefeiert, nachdem er in der Kurve zelebriert hat. Und da fliegen die Becher. Ab. Und jetzt fliegen die Gegenstände. Eieieiei. Was ist da denn los? Und da haben wir den Halbzeitpfiff. Nachgeholt wird nochmal. Abfahrt. Hui, das hat jetzt lange gedauert. Schnell wieder ins Stadion. Geht schon wieder weiter. Direkt zum Start der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war ja noch echt räudig, aber jetzt zweite Halbzeitstart richtig Zucker. Und da haben wir gleich wieder den Führungstreffer für die Fortuna. 2 Minuten nach dem Ausgleich in Karlsruhe. Wieder eine riesen Torchance für Karlsruhe. Also beide Tipps leben noch. 2-2 ich, 4-2 Düsseldorf für Flo. Riesenchance und Abseits. Schön an die Latte gezimmert, das Ding. Zweite Halbzeit richtig Feuer drin, nachdem die erste Halbzeit echt grottig war. Zuerst Feuer auf der Tribüne, jetzt Feuer auf Platz. Düsseldorfer Fanszene auch noch am Start. Lange. Yeah.
Kastenmeier am Patzen. Aber die Fans lassen auf. Oh, da ist das. 2-2. Alles klar, Flo. Beide Tipps leben noch. Von mir aus kann das Spiel jetzt so ausgehen. Oh nein, wir haben Bayern. Ist das sofort wieder der Gegenschlag? Nee, aber Ecke. Jetzt nochmal richtig on fire, die KSC-Fans. Geilo. Zuschauer. Not bad. Ja. Noch 20 Minuten, mein Tipp lebt. Ganz enge Kiste wieder. Ganz enge Kiste. Alle wieder dabei. Minute 83 und immer noch keine Fanproteste, Flo? Gerade Schleusener aufs Feld gekommen beim KSC, bekannt aus der Nürnberger Zeit natürlich. Schleusener, Relegationsheld vom Club. 6 Minuten gibt es oben drauf. Da wurde aber gut gelegt. Oh, 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 oh. Eieiei. Und da liegt er sich den Ball zu weit vor. Und. Immer mal in der Mitte und oh nein, da ist die Mann. Das war's. Endstand 2-2. Und damit habe ich natürlich wieder die Prediction gewonnen, wie fast jedes Mal. Und auch Daniel Thune heizt seine Truppe nochmal an. Für die geht es ja auch noch ins DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen. Und die Mannschaft lässt sich auch nochmal zelebrieren. Unfassbar intensive zweite Halbzeit. KSC-Fans auf jeden Fall on fire. Und da hinten wird gesungen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Die Hoffnung fürs DFB-Pokalfinale. Also wirklich Props an beide Fanszenen. Richtig, richtig geile Stimmung heute aus beiden Lagern. Obwohl die Fortuna-Fans so weit weg waren, hat man die eigentlich immer ganz gut gehört. Auch der Keeper wird nochmal gefeiert. Nach seinem letzten Gurkentor. Sitten nämlich Loyalität. Hier wurden nochmal die Sympathien zum FC Kaiserslautern zum Ausdruck gebracht. Eieiei. Und der Block ist noch voll. Während draußen die Fans schon in Scharen nach Hause strömen. Und so verabschieden wir uns aus dem Wildpark. Was für ein geiles Spiel. Vor allem was für eine geile zweite Halbzeit. Nach der ersten trostlosen Halbzeit, was die Statistik ja schon sagt, wurde es nochmal richtig, richtig heiß. Oh, sind wir jetzt schon fast die Letzten. Die Ultras sind noch am Start. Das war der Stadt- und Stadionblock, zweite Bundesliga, KSC gegen Fortuna Düsseldorf, 2-2. Hiermit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Nennt mich den Tippkönig. Noch kleiner Fan-Nachtrag, auch richtig viele Franzosen hier. Straßburg hat nämlich noch eine Fanfreundschaft mit dem KSC neben der Hertha. Aber jetzt...